So, meine Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal Part 9. Das lässt du mich löschen. So. Ah, müssen wir es so machen? Ja, komm, den braten wir so. Ach so, da müssen wir uns langsam hocharbeiten. Cool. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Ja, ich bin früh dran, aber wir müssen jetzt gleich los. Schlendere hey, ganz unverdächtig auf ich mich kann zu dich und danke dem Akzent klappt nicht. Lauf! Lauf! Okay. Na los! Lauf! Ich schließe die Tür! Du Scheiße. Ihr beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Stromproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten die ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Was ist das denn jetzt hier? Bitte kein Labyrinth, ne? Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Gott. Was geht hier jetzt ab? 0 Sekunden Zeit zum Überleben? Was war das denn? Oh mein Gott, nee. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Ach so, und hier können wir nicht überleben? Hä, hey, was soll das denn jetzt? Ey, kein Plan. Mal versuchen wir es aber hier noch. Sind wir vielleicht in eine falsche Richtung gegangen? Sollen wir vielleicht ganz woanders hin? Meine Güte. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Ja. Und jetzt sterben wir, oder was? Wir sterben wohl erst, wenn wir diesen Raum betreten. Können wir hier auch irgendwo rüber oder so? Ich habe nämlich keinen Bock, wieder zu sterben. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Ach so, hä? So, zum Thema Kammer 20, ja. Komisch. Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Ganz woanders hin. Ganz anders. Los, komm! So. Hier drüben, hier lang! Weil in den 5 Sekunden, was sollen wir da groß machen? Keine richtige Anleitung.
schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? So. Was können wir denn da machen mit dem Block? Eigentlich gar nichts. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Ach so, kann es sein, dass wir da einfach schnell da durch mit. Ah, okay. Okay, jetzt versuchen wir es wirklich nochmal. Kann's, weil die Tür blieb ja offen. Einmal versuchen wir es sonst und sonst. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten. Ja, langsam nervt es jetzt. Warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. So. Und da war der Haken. Ja, okay, ziemlich komisch. Auf jeden Fall schade, dass sie uns nicht die Testkammer gelassen hat, das hätten wir schaffen können. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen zu einem recht kurzen Part. Ich werde es trotzdem hochladen. Sie hat trotzdem ein kleines bisschen was passiert und wir haben was versucht. Dann, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.